Alles klar. Let's go. Maxi, du sagst heute beim FC Bayern Servus. Wie schwer ist denn das für dich jetzt? Ach, es war eine schöne Zeit. 5 Jahre sind jetzt zu Ende. Ich habe viel gelernt in der Zeit. Und jetzt ist es einfach auch richtig, den nächsten Schritt zu machen. Sportlich gesehen war es hier einfach Endstation jetzt zum Schluss. Und deswegen wollte ich mich einfach auch verändern. Und ja, man wird sehen, wie es halt dann noch entsprechend weitergeht, ja. Dein Ex-Trainer Andres Jonka hat schon gesagt, du und Sattelmeier, ihr seid Torhüter, die mindestens Drittliga-Format haben. Warum hast du diesen Schritt nicht schon vor einem Jahr gewagt? Es hat einfach nicht zu 100% gepasst und ich komme ja aus München, ich bin in München geboren und ich habe gesagt, es muss zu 100% einfach passen, dass ich den Schritt mache, auch privat. Und das war einfach leider nicht der Fall. Und deswegen habe ich lieber noch ein Jahr hier dran gehängt. Ich habe bei den Profis mittrainiert, ich habe das alles erlebt. Jetzt morgen geht es zum Champions League-Finale. Also es gibt natürlich, also da wächst man natürlich auch menschlich. Und deswegen gibt es schlimmere Vereine, definitiv. Und deswegen habe ich gesagt, nur zu 100%, wenn es zu 100% passt, werde ich den Verein wechseln. Wie geht es denn jetzt bei dir weiter? Kann man schon einen Verein nennen, wo du spielen wirst? Vereine noch nicht, nein. Tendenzen sind da. Ich würde mich gerne ins Ausland verändern. Das schaut ganz gut aus im Moment. Und ja, da wird man jetzt sehen, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Aber das wäre eigentlich so mein persönliches Favoritending, ins Ausland zu gehen, einfach eine neue Sprache, eine neue Kultur und alles kennenlernen, weil mir das einfach, glaube ich, auch persönlich einfach unheimlich viel bringt. Warum kannst du denn ab morgen Champions League-Sieger in deine Biografie reinschreiben? Warum? Weil wir einfach die bessere Mannschaft sind und wir das Spiel morgen definitiv gewinnen werden.